1, 2, 3. Tada! 1, 2, 3. Tada! Ich denke, heutzutage sind wir alle etwas süchtig nach unserem Handy und ich bin es auch und ich bin auch sehr, sehr oft und auch sehr lange am Handy, was mich sehr traurig macht und auch sehr schockiert. Aber ich habe einige Techniken und einige Wege gefunden, mit denen ich das alles so ein bisschen reduzieren kann. Das sind einfach Dinge an meinem Handy, die mir helfen, Ablenkungen zu vermeiden. Und diese Sachen möchte ich heute auch mit euch teilen. Vorab noch, da sind heute keine Apps dabei, da es wirklich nur um die Funktion in meinem Handy an sich geht, was ich da probiert habe, um Ablenkungen zu vermeiden, aber keine Apps für Produktivität. So ein Video möchte ich auch noch machen, aber heute geht es wirklich nur um die Sachen auf meinem Handy generell. Also ich habe das iPhone XR in weiß und ich glaube, das, was so die meisten Menschen schockiert oder was mein erster großer Tipp ist, ist, dass mein Handy auf schwarz-weiß ist. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob man das bei der Bildschirmnahme jetzt sieht, aber mein Handy ist auf schwarz-weiß bzw. auf grau eingestellt. Ich halte es euch mal so in die Kamera, weil ich nicht weiß, ob man das jetzt sieht bei der Bildschirmaufnahme, aber mein Handy ist einfach in schwarz-weiß. Ich möchte mich einfach nicht von diesen ganzen Farben ablenken und vor allem nicht von diesen kleinen roten Zahlen, wenn da zum Beispiel eine 3 steht oder weiß ich habe 3 Nachrichten und das mag ich nicht, das lenkt mich ab und ich möchte dann draufklicken. Diese Farben, das hat schon einen Grund, warum ein Handy farbig ist und das ist einfach Marketing von den Apps. Die wollen das alles möglichst engaged und interaktiv und schön machen, dass du raufklickst, aber das möchte ich nicht. Ich möchte nicht, dass mein Handy engaging aussieht. Wisst ihr, deswegen, ich möchte es als Arbeitsgerät haben, was mir bei der Produktivität und so weiter hilft. Genau, deswegen habe ich mein Handy auf schwarz-weiß gestellt. Das macht man bei iPhone unter Einstellungen und dann bei Shortcuts, da kann man Color Filter auswählen und da kann man sich dann das als Shortcut machen, dass man sein Handy auf schwarz-weiß stellen kann, indem man, passt auf, 1, 2, 3. Tada! 1, 2, 3. Tada! So sieht's aus. Wir haben ja gerade schon vorhin über Benachrichtigungen geredet. Und die zweite Sache ist auch, dass ich meine Benachrichtigungen ausgestellt habe. Das heißt, von einigen Apps habe ich meine Benachrichtigungen komplett ausgestellt, dass ich bei einigen Apps nichts mehr bekomme. Außerdem kann man auch einstellen, dass man Benachrichtigungen nur bekommt, wenn man schon im Handy quasi drin ist und so auf diesem Schnellbildschirm gar nichts sieht. Man kann es einstellen, dass man das nur oben bekommt und so weiter. Also das kann man ganz individuell machen. Ich habe halt bei einigen Apps komplett ausgestellt und bei anderen Apps, wie jetzt zum Beispiel WhatsApp, habe ich halt immer Zugang dazu, weil ich da ab und zu schon echt wichtige Sachen bekomme und das möchte noch immer, also da möchte ich immer erreichbar sein, was das angeht. Also die dritte Sache hat schon etwas mit Produktivität zu tun und zwar habe ich meine Handysprache in Englisch umgestellt, wie man eventuell auch sehen kann. Für mich ist Englisch nicht so schwer zu verstehen, deswegen ist es eigentlich gar kein Problem und für mich ist es eigentlich normal, mein Handy auf Englisch zu haben. Aber es hat schon so einen leichten Lerneffekt, wenn du bestimmte Einstellungen ausprobieren willst und die sind einfach alle auf Englisch und man lernt schon sowas dadurch, also das auf jeden Fall. Vor allem auch, weil einem dann zum Beispiel bei Twitter nur englische Tweets angezeigt werden, bei YouTube englische Videos und so weiter. Ich überlege oft immer, ob ich mein Handy in Spanisch oder Koreanisch umstellen soll, aber erstmal finde ich Englisch bisher ganz gut und eventuell mache ich irgendwann nochmal mein Handy in Koreanisch, um noch einen größeren Lerneffekt zu haben, da ich ja in Koreanisch eigentlich noch gar nicht gut bin und so Sachen wie irgendwie Einstellungen oder so gar nicht auf Koreanisch weiß. Aber ich denke, das ist halt gerade der Lerneffekt, der dann daraus resultiert, wenn man halt das nicht weiß, aber man weiß halt, was da steht. Und man kennt aber das Wort nicht und dann lernt man es dadurch voll gut. Die nächste Sache ist, dass ich mein Handy immer auf Flugmodus habe. Das ist eigentlich keine Sache für Produktivität und auch nicht wirklich was für Ablenkung. Außer, dass halt die Anrufe nicht reinkommen, das halt schon. Und ohne Witz, alle Leute hassen mich dafür, dass ich das immer anhab. Und ich weiß noch nicht, warum ich das immer anhab, aber das Ding ist halt, dass mir das mal eine Bekannte, beziehungsweise eine Freundin von mir, mir das mal erzählt hat, dass sie das immer macht. Und habe ich es auch mal probiert für ein paar Wochen, Monate. Und seitdem kann ich nicht mehr ohne. Ich habe sogar so eine Zwangsstörung, dass ich denke, wenn ich keinen Flugmodus drin habe, dann können alle auf meine Daten zugreifen oder keine Ahnung was. Und ich fühle mich nicht mehr wohl ohne Flugmodus. Und das ist echt... Das ist eigentlich blöd, weil so keine Anrufe mehr durchkommen. Am Anfang hat es mir erklärt mit der Begründung, dass man den Akku spart und so weiter. Und ja, ich weiß nicht, also ich kann ohne diese Funktion jetzt nicht mehr leben, ohne dass ich Flugmodus drin habe. Also ich habe quasi immer Flugmodus und WLAN an. Und deswegen kommen auch trotzdem noch meine Nachrichten rein und ich kann alles machen auf dem Handy. Nur halt nicht telefonieren. Also zum Telefonieren mache ich es natürlich aus. Aber... Ich möchte mir eigentlich diesen Zwang abgewöhnen, aber irgendwie, ich muss es immer drin haben. Die nächste Sache, die ich öfter mache, um nicht immer auf Apps raufzuklicken, ist, dass ich diese Apps rumswitche in meinem Handy.
Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte nicht mehr so viel auf WhatsApp raufgehen, dann gucke ich hier, wo ist mein WhatsApp, das ist hier ganz unten links. Und dann nehme ich einfach WhatsApp quasi raus und switche es mit zum Beispiel Notizen. Und ihr wisst nicht, wie sehr das was bringt, das ist wirklich so. Also mein Gehirn und mein Finger sind schon so trainiert, dass ich automatisch darauf klicke, automatisch aus Reflex klicke ich auf dieses WhatsApp-Symbol. Und deswegen switche ich diese Apps, dass ich quasi automatisch auf eine andere App raufklicke und so. Wird mir das immer wieder bewusst, wie crazy das eigentlich ist, dass ich automatisch darauf klicke. Ihr müsst es wirklich mal probieren. Probiert mal euer Instagram, WhatsApp, YouTube irgendwie rumzuswitchen. Es wird euch faszinieren, ich verspreche es euch. Außerdem könnt ihr auch die Apps, die ihr nicht mehr benutzen wollt, beziehungsweise weniger benutzen wollt, einfach in Ordner machen und diese auf die zweite Seite bringen, wie zum Beispiel hier. Weil so habt ihr es viel schwerer, auf die Apps raufzugehen. Das heißt, wenn ihr jetzt auf WhatsApp gehen wollt, dann müsst ihr erst da rein und dann erst nach da switchen. Es dauert viel länger, in diese App reinzugehen. Deswegen denkst du dir vielleicht, okay, ich gehe so nicht mehr auf WhatsApp rauf. Anstatt wenn es halt ganz unten und sofort da ist, weil mit einem Klick rauf kann. So, die andere Sache ist, dass ich immer diesen Farbfilter drin habe. Ich glaube, es nennt sich Gelbfilter oder Blaufilter. Auf jeden Fall wird der Bildschirm dadurch gelb. Ich zeige euch mal ganz kurz. Ich mache erstmal wieder meinen Graufilter aus. Also mein Handy sieht so aus und wenn ich jetzt diesen Gelbfilter, wie auch immer der heißt, ausmache, dann wird das Ganze so. Aber wie gesagt, ich habe den halt immer drin und das soll gut sein für die Augen. Und es soll einfach diese blauen Strahlen, ich bin gerade dran, ausmachen. Wegmachen. Und ich habe es wirklich immer drin. Also ich habe das nicht nur abends drin. Eigentlich ist es dafür gedacht, dass man das nur abends macht. Also ich habe das irgendwie immer drin. Ich habe auch schon öfter überlegt, mir so Blaulichtfilterbrillen zu kaufen, um das generell auszublenden. Aber auf dem Handy habe ich das schon. Auf meinem Laptop habe ich das by the way auch. Ist auch so ein Zwang von mir mittlerweile. Also wenn das nicht an ist, dann fühle ich mich auch so, ich kann nicht raufgucken. Eine Sache, die ich auch mache, sind meine ganzen WhatsApp-Kontakte zu archivieren. Das heißt, ich gehe einfach hier nach rechts und dann ist es weg. Ich mache das vor allem, wenn ich auf WhatsApp raufgehe, dass ich nicht diese 1000 Kontakte da habe, die mich hier anlachen, die ganzen Profilbilder, die mich hier anlachen. Ich mir so denke, soll ich der Person vielleicht mal schreiben oder keine Ahnung was. Es sieht einfach viel sauberer aus. Ganz ehrlich, ich finde es gut. Außerdem habe ich auch Screentime aktiviert. Das heißt, ich kann Apps blockieren nach einer bestimmten Zeit der Benutzung. Ich kann mir zum Beispiel sagen, ich möchte nur eine halbe Stunde auf Instagram pro Tag sein. Schalte ich mir das einfach rein als Time Blocking und nach einer halben Stunde wird mir das angezeigt und dann steht, du darfst diese App nicht mehr benutzen. Man kann diese Sache auch wegklicken, was nicht so cool ist eigentlich, da ich es oft wegklicke, leider. Aber wenigstens habe ich dann schon mal so diese Erinnerung, so okay, ich bin schon echt lange, ich sollte vielleicht mal rausgehen. Also es ist manchmal diese Erinnerung. Das Ganze kannst du bei Einstellungen einstellen, dann bei Screen Time und dann bei App Limits und bei, was eigentlich bei Downtime? Ach ja, genau, bei Downtime geht es generell nicht dann. Also wenn du Downtime aktivierst, kannst du in einem bestimmten Zeitraum nur bestimmte Apps aktivieren oder nur benutzen. Das heißt, wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte zwischen 22 Uhr und 7 Uhr nur auf WhatsApp zugreifen, dann kannst du das einstellen, dann sind alle anderen Apps gesperrt für dich in diesem Zeitraum. Außerdem kannst du auch Apps aussuchen, die du immer benutzen darfst, wie jetzt zum Beispiel Telefon oder so, wäre glaube ich ganz sinnvoll. Oder halt wie gesagt diese App-Limits, die ich für Twitter und Facebook und Instagram und Snapchat habe. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr noch ein Video sehen wollt mit Apps, die ich für Produktivität nutze. Einfach mit coolen Apps von mir, die ich euch empfehlen würde. Ja, genau. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns auch schon am Sonntag wieder, denn ich lade jeden Dienstag, Donnerstag und Sonntag hoch. Also bis Sonntag. Habt noch einen wunderschönen Tag und dann sehen wir uns Sonntag wieder. Ciao.